Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Wir haben jetzt den Weg zum Antriebskern herausgefunden. Er befindet sich hier in dieser Absteige. Wir haben ihn auch gefunden und Gil und Sam sorgen dafür, dass er nicht in falsche Hände gerät. Und nochmal gibt es hier Quests, die wir machen können. Aber hier ist alles leer. Ich lasse alle nachsehen, was sie noch eintauschen können. Gut. Jedes bisschen hilft uns weiter. Wer ist das? Sektor 7 ist voller Reliktscheiß. Wir müssen hier weg. Alles klar, ist notiert. Wir gehen später nochmal mit mehr Männern rein. Gute Idee. Ich hab nachgedacht. Denkst du, Nia hat vielleicht in ihrem Büro Informationen über die Wasserquelle? Du meinst an den Docks? Die haben da abartige Sicherheitsmaßnahmen. Da kommen wir nie rein. Hey, ich versuche nur eine Lösung zu finden. Wir können ja schlecht das gesamte Ödland durchkämmen. Sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, den Funk auf Einzelempfänger zu stellen? Was? Oh, Die Verbindung ist abgebrochen. Ich habe davon gehört. Nia hat vor einiger Zeit von einer geheimen Wasserquelle erfahren. Indem sie es rationiert, hat sie jeden, der hier leben will, in der Hand. Das gefährdet das langfristige Überleben aller, die hier sind. Kroganer ebenso wie Exilanten. Wir müssen versuchen, die Situation zu verbessern. Eladen ist ein großer Planet. Wo fangen wir an? Diese Plünderer haben über die Sicherheitsmaßnahmen rund um Enias Büro gesprochen. Ich wette, dort werden wir fündig. Habt ihr versucht, Enia zu beobachten? Das bringt nichts. Okay. Da oben ist noch etwas. Diese Absteige ist ziemlich heruntergekommen. Wie kommt das denn? Dass hier keiner wohnt. Ja, kann ich ihn nehmen. Zerlegen wir. Was für eine leere Absteige hier. Wir sind nicht allein. Ich sehe es schon. Pathfinder, Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Na, die schaffen wir doch locker. Wenn Sie den Alarm deaktivieren, wird jegliche Verstärkung zurückgeordnet. Ich deaktiviere das erstmal. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Aber jetzt muss ich die Leute besiegen. Hier ist noch jemand. Gut gemacht! Passen Sie auf Ihren Arsch auf! Okay, hier ist keiner mehr. Hier war noch eine Quest. So. Das abgeschützte Schiff finden. Wir müssen was unternehmen, Kleiner. Wir können nicht zulassen, dass diese Plünderer die Leute ermorden. Beeilen wir uns. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Wohin? Ja, ihr sagt das so einfach, ne? Aber ich muss mal gucken, was hier los ist. Oh, Melter. Kühlmunition. Es geht los. Oh. Wir haben Ziele. Wir hatten Ziele. Da ist die Einsatzzentrale. Achtung, eine Hydra! Achtung, Granate! Diese Bauten übernommen haben. Ich frage mich, was hier früher war. Das war ein Minen.
am Außenposten. Er ist gescheitert und wurde aufgegeben. Autsch. Granate kommt! Nicht gut geworfen. Ziel ist eliminiert. Alle erwischt. So. Verschlossen. Sie müssen sich da drin verbarrikadiert haben. Was jetzt? Wenn wir ein Sicherheitsterminal finden, kann ich die Schlösser möglicherweise entriegeln. Okay. Dann machen wir das doch mal. Und tschüss. Wollte ich zwar gar nicht, aber egal. Was haben wir hier? So. Hier. Eine hätten wir. Fehlt die nächste. Sie ist verschlossen. Um diese Tür zu öffnen, müssen die Sicherheitssysteme deaktiviert werden, Pathfinder. Also ein wildes Moment hin und her gerannt. Schritt machen, ihn angreifen, bevor er uns angreift. Wer redet denn da? Ich hasse diesen Ort. Was ist denn jetzt wieder passiert? Sie haben es fast geschafft, Pathfinder. Ist... Es fehlt nur noch eine Konsole, um die Tür zu öffnen. Stase-Kapseln. Wer spricht da? Ich habe jemanden sprechen gehört, aber... Oh, nö. Jetzt habe ich den ganzen Weg wieder hochlaufen. Nochmal. Irgendjemand hat ja gerade gesprochen, aber ich weiß nicht wer. Was sind das eigentlich für Dinger da oben? Sind das eine Art Wetterballons oder so etwas ähnliches? Sensorensysteme? Keinen blassen Schimmer. Ich kann die Türen der Einsatzzentrale von hier aus entriegeln, Pathfinder.
Versuchen Sie bitte in der Nähe der Konsole zu bleiben, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Alles klar. Machen Sie sich bereit, Kleiner. Die wissen, dass wir hier sind. Achtung, das sind noch mehr von denen. Alter. Wow. Verriegelung aufgehoben. Sie können die Einsatzzentrale jetzt betreten. Gut gemacht, Sam. Stolz auf dich. Damit wir jetzt noch die ganzen Überreste ein. So. Mein Inventar ist immer noch voll. So. Quatsch, hier die Tür. Da komme ich nicht hin. Gucken, wer sich hier drin versteckt. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Komm mal her. Türen? Ich denke, wir sollten uns auf einen Kampf einstellen. Oh ja. Struggle, Rock. Ich glaube, diese Konsole öffnet den Bunker in der Höhle. Ha! Okay, gehen wir zurück und sehen nach, was drin ist. Tja, wer sich mit mir einlässt, spielt mit dem Feuer. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Was? Hä, warum? Hä? Ach, da ist die Konsole. Oder? Nein! Welche Konsole war das denn jetzt? Hä? Ach nö, ich habe das Optionale versemmelt. Ach nee. Verdammt und zugenäht. Hab ich das echt versemmelt? Yep, hab ich. Schade, schade, schade. Aber ich hab das doch entriegelt, das verstehe ich nicht. Das ist extrem seltsam.
Okay, hier ist nichts mehr zu erledigen. Dann begeben wir uns mal zum nächsten Pfad. Nämlich dorthin. So. Was ist denn hier weit? Ach, hier ist das abgeschottete Schiff. Neu Tuchanka. Ich mach das dann so. Mach hier mal eben eine Schnellreise und machen wir erstmal das abgestürzte Schiff. Also wenn ich das abgestürzte Schiff mache, dann kann ich das alles nämlich kurz abarbeiten. Wo muss ich dafür hin? Dorthin. Na komm. Alter. Was habe ich mir dabei gedacht, da runterzufahren? Ich wollte ja irgendwie in die Schlucht reinfahren, ne? Ich hab's gesehen. Warum fehlen bei manchen Relic-Konsolen hier diese Eingabedinger? Als wären die weggenommen worden. Das Schiff muss ganz in der Nähe sein. Da ist dieser riesige Wurm. Gehen wir's an! Oh, ich hab super gepackt. Hier versteckt sich noch jemand. So, wer ist hier der Überlebende? Ja. Ihr Timing ist perfekt. Oder sie. Eine Minute später und diese Plünderer hätten uns vermutlich die Haut abgezogen, um sich daraus Jacken zu machen. Das mit der Haut war ein Scherz, oder? Das war ein ziemlich heftiger Absturz. Geht's Ihnen allen gut? Bis auf ein paar kleinere Verletzungen ist alles okay. Wir brauchen einfach nur ein Shuttle, das uns von hier wegbringt. Ich nehme nicht an, dass Sie uns vielleicht Hilfe rufen könnten? Doch, natürlich. Sam, übermittle der Tempest diese Position und sag ihnen, sie sollen ein Shuttle herschicken. Schon geschehen, Pathfinder. Hilfe ist unterwegs. Wir werden einfach hier warten, bis wir abgeholt werden. Ich glaube nicht, dass uns noch weiterer Ärger droht.
Und nochmals, danke. Das ist diese verfluchte Geißel. Wenn wir sie nicht gestreift hätten, wären wir niemals abgestürzt. Nichts für ungut. Warum nimmt denn nicht einfach das Shuttle da? Das ist nämlich noch intakt. Warum nehmen die nicht das Shuttle hier? Das ist doch noch vollkommen intakt hier. Hallo? Nimm das Shuttle. Ihr Flitzpiepen. Sorry. So. Hier sind wir ein paar Quests. Dann gehen wir mal dorthin. Ich möchte jetzt eigentlich gerne, bevor ich die ganze Hauptstory zum Mass Effect Andromeda weiter voranschreite, möchte ich erstmal komplette Planeten abarbeiten. Vielleicht krieg ich ja wie Mass Effect 3 ein sehr optionales Ergebnis, wenn mir fast jeder hilft. So. Das Habitat voller Kolosse betreten. Köder platzieren. Gegner vor uns! Hä? Da ist er. Das war's. Den Rest erledigt. Der Schamane. Ich hab mich jetzt bis... Was? Das war aber einfach. Cool. Das war einfach. Okay, zu Dr. Ghana genannten Aufpunkt geben. Okay. Machen wir das nochmal. Auch solche Felsformationen. Sie sind allerdings nicht annähernd so groß. Die werden bald größer. Ne, Quatsch, die Gebäude werden bald größer sein als diese Felsformation. Wir haben den Nachtpunkt erreicht, den uns Dr. Garnar gegeben hat. Das kroganische Terminal müsste irgendwo in der Nähe sein. Ich sehe es schon. Okay, Augen auf, Leute. Ziehen wir es durch. Hier ist es doch schon. Das ist das aktive Terminal. Ich beginne mit dem Download. Feindliche Shuttle im Anflug. Weißt du? Hä? Ich glaube, jeder hat den Fehler gemerkt. Hier ist noch jemand. Ich glaube, das war's. Oder noch nicht? Vergesichtet. Wie läuft's, Sam? Komm schon. Wie groß sind diese Dateien? Ausgesprochen groß. Darüber hinaus sind in diesem Terminal 15 Exabyte Daten gespeichert und ich kann nicht beurteilen, welche von ihnen wichtig sind. Verdammt, daran hätte ich denken müssen. Hättest du ja. Scharfschütze? Das ergibt keinen Sinn. Dann schon müsste er irgendwo in den Bergen drin sein. Oder so einer. Verstärkung. Ist aber alles wild hinter den Daten. Wir können jetzt gehen. Das sagt sich so leicht. Kannst du schon sagen, was all diese Daten enthalten? Ich hoffe, sie waren es wert, dafür beinahe getötet zu werden. Die meisten sind verschlüsselt, aber einige Begriffe stechen heraus. Kroganischer Supersoldat, reiner Kroganer und Tankzüchtung. Ah, interessant. Schick mir einen Bericht über das, was du entschlüsseln kannst.
Tankzüchtung. Reiner Kroganer. Ja, wen könnte es damit wohl meinen? Aha, natürlich unser kleines Kroganer-Baby Grunt, logischerweise. So, ich habe alles abgearbeitet. Dann würde ich mal sagen, wir kehren zurück ins Paradise. Denn da warten auch noch zwei Quests auf uns. Bevor wir ins neue Tuchanka-Lager gehen. Gehen wir erstmal nach Paradise. Ryder, ich habe die Scans analysiert, die Sie mir gesendet haben. Ich habe etwas Merkwürdiges gefunden. Die Neuronen sämtlicher Plünderer hatten einen abnormen Rhythmus. Was bedeutet das? Es ist nur eine Theorie. Aber ich glaube, dass manche Personen anfälliger für Komplikationen sind, die während des Kryo-Prozesses auftreten können. Ihre Nervenbahnen wurden durch den Kryo-Schlaf verändert. Der Zustand ist nicht heilbar. Aber ich... Huch. Ich habe ein Serum entwickelt, das die Symptome unterdrücken müsste. Ich habe es im Paradise hinterlassen. Wenn Sie es abholen, sage ich Ihnen, was Sie damit machen müssen. Okay. So, was haben wir da? Okay. Das Serum mitnehmen. Hey, Kleiner! Vergessen Sie nicht, dass wir noch Informationen über Enias Wasserquelle brauchen. Wie wär's, wenn wir uns mal in Ihrem Büro umsehen? Ja, warum nicht? Ich möchte das Serum an einem lebenden Subjekt testen. Aber wir brauchen einen guten Kandidaten. Scannen Sie die Plünderer im Paradise erneut. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich einen... Okay. Da hinten ist offensichtlich einer. Hier ist doch einer. Graue Zellen. Da, der ist perfekt. Sie brauchen seine Zustimmung, um ihm das Serum zu verabreichen. Wir werden ihn nicht dazu zwingen. Ist das auch bestimmt? Oh, hallo. Ich weiß nicht, was die Ihnen gesagt haben. Ich hab nichts. Ich will Ihnen nur dieses Medikament geben. Sie werden sich dann besser fühlen. Besser? So gut habe ich mich seit Jahren nicht gefühlt. Ich will Ihr verdammtes Medikament nicht. Mit diesem Medikament fühlen Sie sich wieder normal und können ein neues Leben anfangen. Ein Leben als Arbeitssklave der Nexus? Bei dem ich mich zu Tode langweile? Nein, danke. Ich bin jetzt frei wie ein Vogel. Und verdammt, das fühlt sich gut an. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Lassen Sie uns alle in Ruhe. Wir sind zufrieden damit, wie wir jetzt sind. Was ist, wenn Ihr Gehirn noch weiter verkümmert? So können Sie nicht leben. Nehmen Sie das Serum. Und wenn ich mich weigere? Ich werde Sie nicht zwingen. Aber es wäre ein großer Fehler. Sie gehen mir auf die Nerven. Okay, geben Sie das blöde Ding her. Endlich. Ich nehm's. Sie lassen mich in Ruhe. Und jetzt hauen Sie ab. Jawohl. Fest abgeschlossen. Das ist nicht mein erster Patient, der sich gegen die Behandlung wehrt. Sind die in dem Zustand wirklich zufrieden? Das ist ihre Krankheit. Wirklich? Ich bin nicht ganz sicher. Ich überwache seine Fortschritte und sende Ihnen meine Resultate. Danke, Ryder. Kein Problem, meine liebe Lexi. Kein Problem. Ja, machen wir mal die nächste Quest. Wir stöbern ein bisschen im Büro herum. Nette Knarre. Wo hast du sie her? Gekauft. Ich habe bei der Absteiger ein paar Asari umgelegt. Was? Ein Mensch hat eine Asari umgelegt? Das ist wirklich nur schwer zu glauben. Normalerweise sind die Menschen ja nicht so talentiert wie die Asari. Ich glaube, das ist Anias Büro. Sehen Sie nach, wie die Tür gesichert ist. Ich halte so lange nach Wachen Ausschau. Wer hätte das gedacht? Verschlossen. Ein Scan müsste Ihnen weiterhelfen können, Pathfinder.
ich sehe es schon. Huch. Na komm. Helios-Flaschen. Ach, da ist die Konsole. Ich habe den Code für die Bürotür. Dann hat hoffentlich niemand was dagegen, wenn wir uns da mal eben umsehen. Wir sind drin. Sehen wir zu, dass wir wieder weg sind, bevor Ania hier auftaucht. Eine Nachricht von Ania. Ein unterirdischer See. Daher stammt also ihr Wasser. Okay, ich hab den Nav-Punkt. Verschwinden wir von hier. Aber erstmal reden wir mit Dings. Wie heißt sie? Melonia. Nee, da, Melonia. Sie haben bisher die Gangbosse und den Wurm überlebt. Ich bin beeindruckt. Ja, das sagen viele Leute von mir. Was ist aus ihrer Kollegin geworden? Lieta. Die Angara? Wer will das wissen? Ich. Lieta hat schon genug durchgemacht. Auch ohne einen Pathfinder, der hinter ihr herschnüffelt. Sie hat hier einen Freund, der sich Sorgen um sie macht. Er möchte nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Ach ja? Und wo war er, als Lieta ihn gebraucht hätte? Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Weiß ich nicht. Ihr Schiff war weg, also habe ich sie nach Kedara geflogen, ohne Fragen zu stellen. Reden Sie mit Colt Dalton, wenn Sie mehr wissen wollen. Er leitet die Docks auf Kedara. Niemand kommt von dort weg, ohne dass er es mitkriegt. Okay. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. Ja, also mit Colt Dalton auf Kedara reden. Ja, gut. So, wir haben den Nachtpunkt für eine Wasserquelle. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist die? Dort ist sie. Dann reise ich jetzt mal dorthin. In der nächsten Folge sehen wir uns dann an diesem Punkt hier. Und dann gehen wir zur Wasserquelle. Würde ich sagen, bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.